was zuvor geschah. Und zwar in der letzten Folge der letzten Staffel. Viel Glück, Vi. Ich bin bei dir. In Gedanken und im Herzen. Du weißt, ich werde sterben, nicht wahr? Kann ich nicht mehr mit dir reden, Samara? Was ist denn hier? Ich konnte doch damals mit dir reden. Was ist da los? Naja, auf jeden Fall werde ich ja sterben, weil mein Körper nicht mehr kompatibel ist. Und wo ist denn die Tür? Ich bin selbst zu dämlich, hier durch die Tür zu kommen. Super. Ja, so sieht's aus. Tür öffnen. Das kriege ich noch hin. Gerade so. Und das, genau das hier ist in der letzten Folge passiert. Ich wiederhole es einfach. Danke, dass Sie sich für den Delamain-Dienst. Ja, gerne. Wohin fahren wir heute? Wir fahren heute zum Afterlife, ja? Diese coole Bar, wo wir uns immer getroffen haben früher. Vor zwei Jahren übrigens. Zum Afterlife. Es ist zwei Jahre her. Wir werden entlang beschränkter Luftkorridore reisen. Keine Verzögerung in Aussicht. Perfekt. Wenn ich so frei sein darf, Sie wirken erschöpft. War es eine anstrengende Nacht? Anstrengende Wochen. Tut mir leid, das zu hören. Das Delamain Network bietet zusätzliche Dienste an, welche die ideale Medizin für Ihren aktuellen Zustand sein können. Außerdem möchte ich Sie darüber informieren, dass Delamain nun mit Traumateam kollaboriert. Mit unserem zeitlich begrenzten Paket Sicher Reisen steht Ihnen volle medizinische Versorgung zur Verfügung. Ist das nicht vielleicht ein bisschen zu spät für medizinische Versorgung? Hä? Was medizinische Versorgung angeht, etwas zu spät und etwas zu teuer. Ich fürchte, ich verstehe nicht. Laut meiner Kenntnis stehen Ihnen enorme Ressourcen zur Verfügung. Ja. Ich bin sicher, enorme. Wir finden eine Lösung. Lass gut sein, Del. Wie Sie wünschen. Bring mich ins Afterlife. Und zwar schnell. Natürlich. Ja, let's go. Ich habe die optimale Route berechnet. Wir kommen in Kürze an. Bitte lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie den Ausblick auf die Stadt. Ja, es wird wahrscheinlich das allerletzte Mal sein, nicht wahr? Bin vielleicht zum letzten Mal hier. Werden Sie Night City verlassen? Sag mal, die Grafik... Irgendwie schon. Die Grafik... In diesem Fall hoffe ist ich Hammer geworden, oder? Ist, hat sich hier irgendwas Diese verändert, Stadt Leute? Ist das Juwel der Westküste. Das sieht schon besser aus als vor zwei Jahren, als ich das letzte Mal gespielt habe. Oder auch eine Metropole von fast lähmender Schönheit. Lähmend. Ganz bestimmt. Hä, ja, das ist auf jeden Fall mega gut geworden. Also ich bin der Meinung, ich bin unabhängig davon, weil ich ja jetzt in 2K aufnehme. Das ist auch natürlich ein Unterschied, aber das hier sieht anders aus als vorher. So, ich steige mal aus. Danke, tschüss, ne? Für den Delamain-Dienst entschieden haben. Ja, ich danke dir. Dir auch einen schönen Tag, lieber Delamain. Fahrservice-Roboter. Hey, du da! Ja, du, ich rede mit dir! Wer? Was? Bist du rundum zufrieden mit deinem Leben? Du? Lass mich raten. Pappiges Sojachips, rostiges Leitungswasser und hier, schon wieder ein grausiger Mord vor deinem Schlafzimmerfenster. Stell dir vor, du könntest das alles einfach hinter dir lassen. Weit, weit hinter dir. Durch eine Reise in die unendlichen Weiten des Weltraums. Schiff in das Wort Space. Okay, ich fahr jetzt hoch. Oder runter. Runter fahr ich. Für zwei im so. Schicken Crystal Palace. Hey, na? Was? Was geht? Hey, alles bereit? Perfekt. Gut, tschüss. Meine Kabine erwartet mich. Meine Kabine erwartet mich. Okay, alles klar, alles klar. Hat sich hier irgendwas verändert? Ja, die sehen schon irgendwie anders aus, ne? Das sieht schon, also sehen schon cool aus jetzt hier die ganzen NPCs, oder? Wow. Das ist definitiv Unterschied jetzt nach dem Update. So Leute, ich muss hier, guck mal, auch alleine das hier, das sah da vorher nicht so aus. Müsste mir die alten Videos nochmal anschauen. Oh Gott, was ist denn mit deinem Gesicht? Ach du Scheiße, das ist ja ein Albtraum. Das ist ja der Horror pur. Boah. Why? Und er auch. Warum macht ihr das?
das ist ekelhaft. Okay. Hier, hey, na, Claire? Oder, ne, Claire, ne? Ja. Das Übliche. Klar doch. Die Leute ahnen, dass was los ist. Lange können wir das nicht mehr geheim halten. Ja. Müssen wir auch nicht. Start ist heute. Sag mir, auf wen du trinkst. Ich trinke natürlich auf Johnny. Mein Gott, Johnny, ey. Johnny, die alte Säge. Mix mir ein Silverhand. Ich trinke auf Johnny. Ich kenne ihn nur aus Geschichten, aber ich wette, er würde deinen Plan lieben. Scheiße, vermutlich würde er ausrasten. Ich weiß. Viel Glück, Mia. Prost, ne? So, können wir denn jetzt los? So. Was ist das? Besen. Da? Wieland. Zurück und besser als je zuvor. Bereit und startklar. Hä? Oh Gott. Hast du allen von deinem kleinen Stunt im Arasaka Tower erzählt? Was glaubst du denn? Claire hat's bestimmt schon dreimal geirrt. Geirrt. Aber was du heute vorhast, wie? Ich meine, Respekt. Nie da gewesen, würde ich sagen. Was What the fuck? Los auf dich auf, ja. Und viel Glück. Danke. Okay, also die sehen so krass aus, die Leute. Heftig. Kann gar nicht mich satt gucken. Guck mal, wie krass die alle aussehen. Boah. Okay, okay, okay. So, ich gehe mal darüber. Sorry, ich habe den Smalltalk gerade unterbrochen. Ich habe lange darauf gewartet, der Afterlife. Wo muss ich hin? Hier. Hier. Und ich muss sagen, ich bin ergriffen. Sorry, ich habe vergessen, dir zuzuhören. Ladies first. Ja, ich setz mich hin. Oh, jetzt hier? Schieß los. Also wie? Mikoshi war ein Meisterstreich. Damit hast du Arasaka K.O. geschlagen. Du hast Eddies. Einfluss in der Stadt. Aber nicht nur das. Oh, ich vergesse nie ein Versprechen. Viel Glück. Wieso habe ich keine Schuhe an? Fragezeichen. Warum renne ich barfuß durch die Gegend, Leute? Was ist hier los? Hä? Also bin ich direkt aus dem Bett quasi aufgestanden und jetzt bin ich oben im Raumschiff. Ja, ich. Jetzt habe ich wieder Schuhe an, das ist gut. Autopilot, sehr gut, ja, würde ich auch so machen. Okay. Sehr gut. Bin auf Position. So, ich soll eine Waffe holen. Hier ist eine Waffe. Okay, gib mir mal diese Waffe hier. Das ist ja denn die einzige Waffe, die es hier gibt, offensichtlich. Dann setze ich mir diesenjenigen welchen Helm auf. Und auf geht es in die epische Filmsequenz, meine lieben Freunde. Come on. Ja, let's go. Und raus hier. Öffnen. Passe den Druck in der Luftschleuse an. Selbstverständlich. Okay, los geht's. Viel Glück. Wir sehen uns unten wieder. Over and out. Okay. Auf geht's, Leute. So cool aus. Sieht einfach so cool aus.
Und damit herzlich willkommen zu Phantom Liberty, das neue DLC von Cyberpunk 2077. Und wir können hier sehen, ich bekomme eine Belohnung. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Hauptgeschichte von Cyberpunk 2077 abgeschlossen. Hier sind deine Belohnungen. Ach, guck an, die habe ich vor 2 Jahren abgeschlossen und jetzt kriege ich eine Belohnung. Und zwar einmal Gorilla-Arme. Wow, warum? Aber vielleicht sind die cool. Dann haben wir hier noch einen Zugangschip. Einen Schlüssel für einen Raum auf der Ebunike. Oder Ebunike. Sonstiges. Und Militech Berserk Cyberware. Okay, das nehme ich natürlich dankend an. Her damit. Und ich soll jetzt hier irgendwie... Ich hätte jetzt auch den Anruf angenommen, wenn ich gewusst hätte, wie. Was ist hier los? Wie? Hörst du mich? Ja. Ja, schon, aber... Wer ist da? Wer bist du? Gut, es hat geklappt. Ich heiße Song Sumi, aber nenn mich einfach Songbird. Mhm. Ich weiß, wer du bist. Ich kenne deine Situation, dein kleines Problem. Und ich kann dein Leben retten. Okay. Ja, ich bin Ohr. Also erzähl mal. Na gut, Songbird. Ich bin ganz Ohr. Freut mich zu hören. Du hast bestimmt Fragen, die ich dir gerne in Kürze beantworte. Aber zuerst musst du Night Citys eitrigen Blinddarm aufsuchen. Also Dogtown. Ach. Eitriger Blinddarm aufsuchen? Dogtown? Dogtown kennen wir nicht. Das scheint jetzt das neue Gebiet zu sein hier in dem DLC. Hörst du mich? Okay, ja. Na gut. Keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Wer ist denn das da? Aber meinetwegen. Danke. Ich weiß das zu schätzen, ehrlich. Dogtowns Haupteingang. Geh dorthin so schnell du kannst. Ich kontaktiere dich dann. Ja, alles klar. Ganz schön aufwendige Falle. Oder hey, wie cool. Rettungsring. Sag mal, die sehen so krass aus, die NPCs hier gerade. Okay, ich muss mal ganz kurz ein paar Nachrichten lesen, glaube ich. Hey, wie, erinnerst du dich an den Schießwettbewerb, der mir ein paar neue Kunden bescheren sollte? Nix da, was für eine Überraschung, oder? Naja, jetzt will ich einen Sale machen. Ehrlich gesagt bleibt mir auch nichts anderes übrig, aber das muss ja keiner sonst wissen. Ich brauche die Eddies echt, also verkaufe ich ein paar Seltenheiten. Billiger als ein Westbrook Joy-Toy und das Ballern macht damit auch mehr Spaß. Die Dinger gebe ich nur mit Einladung ab, aber ich weiß, dass du eine schöne Knarre zu schätzen weißt. Also komm mal vorbei, bessere Preise findest du in ganz Night City nicht. Okay. So, was haben wir noch? Wer ist denn hier noch so? Guck mal, das ist ja alles von... sind das jetzt die alten Dinger? Oder ich weiß halt nicht genau, ne? 1.11 Uhr. Regina Jones. Seaside Café. Okay, hier ist ein kleines Geschenk. Gucken wir mal. Hey, wie? Mir ist gerade ein Gedanke gekommen. Du kannst deine Zukunft in der Oberliga wohl kaum in einem abgeranzten alten T-Shirt anfangen. Wenn man ganz an die Spitze will, muss man sich auf ziemlich kalten Wind einstellen. Du weißt doch, alte Leute wie ich machen sich immer Sorgen, dass ihr euch erkältet. Ich habe dir ein paar Sachen in das Lager in deinem Apartment geschickt. Probier sie mal an. Bestimmt passen sie dir prima. Ey, unser Apartment... Danke dir, Vic. Gratis Klamotten auf jeden Fall nice. Danke dir. Er schreibt nochmal, okay. Oh mein Gott, wir müssen unbedingt in unser Apartment. Das hört man gerne. Bei mir im Schrank setzen sie eh nur Staub an. Mir ist es lieber, sie bekommen ein gutes neues Zuhause, als dass ich sie für ein paar Annies verticke oder in den Müll schmeiße. Hat er recht, ne? Da hat er wohl recht, der Gute. Carrie Eurodyne, who are you? Was ist mit Johnny? Ist er heiß auf den Gig oder eher nicht? Auf jeden Fall. Muss ihm wichtig sein, sonst müsste ich nicht diese scheiß Pseudo-Endozin nehmen. Okay, der schreibt jetzt nicht mehr. Das ist eine alte Nachricht, ne? Und dann nochmal Victor. Hey, wie? Gerade sind ein paar brandneue Software-Updates für Implantate rausgekommen. Optimierte Systeme, neue Subroutinen, erweiterte Benutzereinstellungen. Kannst du dir bei jedem Ripper der Stadt installieren lassen. Klingt super, lasse ich mir nicht entgehen. Okay, also nochmal zur Info. Wie gesagt, das alte Let's Play endete vor 2 Jahren, ne? Und da war ja Cyberpunk quasi vorbei. Und jetzt kam das neue DLC und ich werde jetzt die Geschichte nicht nochmal machen.
Ich nehme quasi das alte Let's Play und wir spielen nahtlos weiter, auch wenn empfohlen wird, das neu anzufangen aufgrund der des neuen Updates, möchte ich es trotzdem so machen. Ne? Einfach mal dieses DLC spielen. Wenn ich neu anfange, dann bitte mit einem komplett neuen Charakter und auch einer neuen Fraktion. Aber wir sind jetzt hier die Nomaden. Wie? Und ja, gib dich zur Grenze von Dogtown. Warte mal, hier ist bei T ist noch was. Victor Vector. Sehr vernünftig, du sollst ja kein Handicap gegenüber der Konkurrenz haben. Kriege ich diese Software auch in deiner Klinik? Dann würde ich nämlich zu ihm gehen. Na klar, kannst du jederzeit zu mir kommen. Okay, alles klar. Okay, wir brauchen also Software. Kontakte. Das haben sie auch verändert hier oben. Okay. So. Ich laufe darüber. Ist hier irgendwo ein Übergang? Kann ich hier einfach rüberlatschen? Ja, ne? Ja, come on. So, lass mal gucken. Oh, ey, wir müssen das... Das sieht so gut aus. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Lass mal ins Inventar schauen. Was ist denn das? Hier, Inventar. Hat sich hier irgendwas verändert? Edge Runner, du hast dir einen Ruf unter Söldnern und Respekt unter den auf den Straßen verdient. Scheiß aufs System. Du konntest ihn nicht einfach den überlassen. Du hast dein Leben lang das System höchstens mit dem Mittelfinger begrüßt. Und 56% aus dem letzten Loch. Dich hält nur noch die reine Willenskraft am Leben. So, dann haben wir hier Cyberware. Das ist das, was ich aktuell installiert habe. Aber echt, gar kein Plan mehr. Das müssen wir uns in Ruhe nochmal reinziehen. Dann habe ich hier die Klamotten aktuell an. Und ich habe Schuhe an, sehr gut. Johnnys Pilotenbrille. Johnnys Samurai-Jacke. Ich habe Johnnys Klamotten an. Ich habe einfach Johnnys Klamotten an. Okay. Weil ich immer noch in Johnny-Kluft rumlaufe, als wäre ich Johnny. Okay, ich verstehe. Wir müssen uns auf jeden Fall umziehen. Da hat er uns ja schon was ins Apartment gepackt. So, jetzt hier. Charakter zurückgesetzt. Aufgrund von erheblichen Änderungen an den Gameplay-Mechaniken wurden deine Vorteile zurückgesetzt und deine Vorteilspunkte erstattet, sodass du deinen Charakter jetzt nach Belieben neu gestalten kannst. Okay. Oh Gott. Wir haben 2 verfügbare Attributspunkte und 26 verfügbare Vorteilspunkte. Okay, dann haben wir unsere Karte. Da müssen wir jetzt hin, oder was? Wir sind... Dog-Eat-Dog. Hier, wir müssen jetzt den ganzen Weg hier hoch. Ich habe bestimmt auch irgendwo ein Auto oder sowas. Und wo genau ist eigentlich meine Bude? War die nicht hier auch irgendwo? Apartment. Hier. Ich glaube, wir gehen erstmal dahin. Wir gehen erstmal dahin. Und irgendwie konnte ich doch auch ein Auto rufen, soviel ich weiß. So. Ihr seht alle so cool aus. Oh mein Gott. Kann ich hier fahren? Ja, guck mal, hier kann ich doch irgendwie porten, ne? Aber da muss ich Geld bezahlen, aber ist nicht so schlimm. Ich würde jetzt mal direkt hier ins Atrium gehen. Schnellreise. Ja, let's go, come on. Wir gehen mal nach Hause, checken mal unsere Bude, wie die aussieht. Und schauen mal, was wir da für Klamotten jetzt haben von ihm. Was er uns da hingelegt hat. Mal gucken, ob das immer noch so ist wie damals. Hier ist meine Bude. Was denn? Lizzie Wizzy? Wer ist Lizzie? Ich brauch deine Hilfe. Wer bist du? Gleicher Treffpunkt wie letztes Mal. Lass mich nicht warten. Was gibt's denn? Hallo? Wer ist das? Lizzie? Kenn ich die? Naja, gut. Shit. Ich geh jetzt erstmal nach Hause. Seltsames Graffiti. Sieht aus wie eine Tarotkarte der großen Arkana. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ich muss auch unbedingt zwischendurch mal ein bisschen scannen, ne? So. Okay, let's go. Oh mein Gott, meine Bude. Na, endlich. Johnny?
Kannst du wieder zumachen? Wieso? Hä? Warum ist Johnny denn jetzt hier? Also wusste Rogue über Alt Bescheid. Was ist denn nun mit Alt? Wusste sie die Wahrheit über Rogue? Antonio erwacht nach 50 Jahren aus dem Koma und stellt fest, er ist eine Frau. Wird der Manuela die Untreue verzeihen können? Und was ist mit seiner alten Flamme Anna Maria, deren Feuer erlosch, während sie hilflos im Virtus Base gefangen war? Ja, das will ich gerne wissen. Scheiße, wie? Ich doch auch. Hast dir dein Wiedersehen bestimmt anders vorgestellt mit Alt, oder? Hast dir dein Wiedersehen mit Alt sicher anders ausgemalt? Ich wusste, sie würde sich verändern. Seit sie zu Silizium wurde, ins Net ging. Du hast dich aber auch krass verändert, mein Gutster. Du hast dich auch verändert. Bist jemand anderes. Damit hatte ich einen Scheiß zu tun. Altes am Fraktalieren und Globulieren, um eine größere, mächtigere KI zu werden. Und ich schrumpel hier in deinem Kopf vor mich hin. Hey, ich dachte, er wäre raus. Du bist verbittert. Dachte, wir würden reden. Leidenschaftlich, tiefgründig. Ein bisschen so wie früher. Wolltest du alles gut machen, wa? Um zu reparieren, was du zerstört hast? Oder um mir was zu beweisen? Alles egal. Alle Anstrengungen würden eh 50 Jahre zu spät kommen. Ja. Du wusstest, dass Rogue für die Konzerne arbeitet, ne? Aber woher wusstest du das? Du wusstest, dass Rogue für die Konzerne arbeitet. Woher? Die Konzerne haben das Afterlife quasi platt gemacht. Rogue war die Einzige, die sich gehalten hat. Wer hat das wohl ermöglicht? Das war's? Das und die Sache mit Smasher. Rogue hat selbst gesagt, der Wichser war nur die Spitze des Eisbergs. Grayson kannte sie, wusste, dass sie für Smasher arbeitet. Und wer für Smasher arbeitet, arbeitet für jeden Dreckskerl. Okay. Bis dann, wie? Warum ist er noch hier? Also das habe ich jetzt... Ich dachte, er wäre hochgeladen, aber aus mir raus. Aber ich meine, ich finde es gut, dass er da ist. Oh Gott, was ist jetzt los? Oversubstance. Zeit für einen neuen Look. Geh zum Spiegel in V's Apartment oder in einem Safehouse und wähle die Option Aussehen verändern. Du hast schon deine Lieblingsklamotten gefunden. Erstelle im Kleiderschrank in deinem Apartment Outfits und um das Aussehen deiner ausgerüsteten Kleidung jederzeit verändern zu können. Ja. Kleiderschrank war hier, ne? Okay, warte, wir gucken gleich mal. Ich will erstmal schauen, was jetzt hier ist. Ob das irgendwie anders ist. Wenn ich jetzt auf Aussehen verändern gehe. Aber wir sehen ja so aus wie immer, ne? Das kann alles so bleiben. So. Krasse Nägel, ja, sehr cool. Ich lasse es einfach. So. Okay, das ist auch ein bisschen optisch angepasst worden. Gut. So, wir haben jetzt hier Klamöttchen. So, okay. Wo sind jetzt die Klamotten, die er mir angeblich gegeben hat? Du kannst bis zu 6 Outfits in deinem Kleiderschrank speichern. Diese können dann jederzeit im Abschnitt Outfits in deinem Inventar aktiviert und deaktiviert werden. Das Aktivieren eines gespeicherten Outfits verändert das Aussehen deiner ausgerüsteten Kleidung. So, was haben wir denn für verfügbare Kleidung? Outfit Nummer 1. Wir haben 6 Hüte. Okay. Oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja.
Die finde ich gut. Okay, das wäre jetzt so ein Set. Ich könnte dann später noch ein paar andere anlegen, kein Problem. So, aber das ziehe ich jetzt an und fertig. So. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie man die Ansicht ändern kann, ne? Oh mein Gott, die ganzen Waffen. Oh! Okay, ich habe noch alles drin. Ne? Was habe ich denn jetzt hier? Ein Revolver? Kategorie 4, ikonisch. Auch ikonisch. Powerpistole. Machete. Um Himmels Willen. Hier haben wir auch noch so viele. Hier, das ist alles, was ich angezogen habe gerade, oder? Nee, was? Das hier. Ausgerüstet. Das heißt, ich habe jetzt nicht die Klamotten an. Doch, ich habe die Klamotten an. Das ist einfach nur eine Außen... Ach so, das ist nur die Hülle, oder was? Wir haben jetzt nur ein Outfit an und das sind aber die Sachen, die ich tatsächlich anhabe. Okay, krass. Das ist aber jetzt, glaube ich, nicht so clever, ne? Ikonisch, okay. Machete ist auch eine Kategorie 4. So, was haben wir denn sonst noch für krasse Klamotten hier? So, jede Menge Fressalien. Oh Gott, was wir alles haben. Ja, okay. Aber wir sehen erstmal relativ cool aus. Ich weiß nur immer noch nicht, wie ich die Punkte verteilen soll. Aber das kriege ich auch noch raus. Das werde ich dann auf jeden Fall nochmal machen. So, jetzt haben wir hier in Phantom Liberty eine neue Quest. Wir sind aber in alten Gefilden. Es sieht hier immer noch genauso aus wie vorher, würde ich fast denken. Okay, vielleicht ein paar andere Sachen, die hier so rumliegen. Würde ich jetzt denken, ne? Wir lassen mal Johnny alleine. So, das mit den Waffen ist mir jetzt gerade noch ein Rätsel, muss ich ehrlich sagen. Warum ich hier nichts machen kann, ist mir wirklich ein Rätsel. Warum kann ich meine Waffen nicht ziehen? Ich habe doch Waffen, oder nicht? Oder habe ich die noch da drinne und denke die ganze Zeit nur, ich habe sie. Aber Inventar, Waffe, vielleicht geht es einfach gerade nicht, weil es wirklich gesperrt ist. Aber ich habe diese Waffe eigentlich hier gezogen, die ikonische. Die beiden, also die drei Waffen habe ich gerade ausgerüstet. Okay, das sollte ja dann eigentlich passen, ne? Gut. Dann würde ich sagen, bleiben wir mal hier in der Folge stehen. Bei uns im Apartment bei Johnny. Und in der nächsten Folge gucken wir uns dann mal Phantom Liberty an und gehen mal zu der Grenze von Dogtown. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Hier in der neuen Night City. Ich finde, das sieht grafisch auf jeden Fall schon mal um einiges geiler aus als vorher, als vor 2 Jahren noch. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut. Tschüss. Ne, Johnny? Bis denn. Tschüss.